Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute geht es um Heaven and Ale und bei Heaven and Ale brauen wir Bier. Heaven and Ale ist ein Spiel von den Autoren Michael Kiesling und Andreas Schmidt mit Illustrationen von der Fiore GmbH. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 60 bis 90 Minuten und ist bei Plan B Games unter der Marke Eggert Spiele und Pegasus Spiele erschienen. In der Schachtel finden sich einige Tableaus, ein paar Marker und Plättchen sowie einige Karten. Jeder Spieler erhält einen Klostergartenplan, der mit dem Braumeister und Rohstoffmarkern bestückt wird. Dazu gibt es 5 Privilegkarten und 25 Dukaten. Die eigene Figur kommt auf den Spielplan, welcher in die Tischmitte gelegt wird. Er wird außerdem mit Rohstoffplättchen und Mönchsplättchen sowie Wertungsscheiben befüllt. Im inneren Bereich werden kleine und große Fässer ausgelegt. An der Seite werden die Dukaten sowie die Scheunenplättchen gelagert. Die Rohstoffplättchen bilden nach 1 und 2 sortierte Vorräte. Außerdem werden die Mönche in die Mitte gelegt und ebenfalls nach 1 und 2 sortiert. Jetzt kann es losgehen. Die Spieler sind reihum abwechselnd am Zug. Ziel des Spiels ist es, am Ende das meiste Bier zu brauen. Dafür müssen im Laufe der Partie die Rohstoffe dafür gesammelt werden. Ist man am Zug, so bewegt man seine Figur im Uhrzeigersinn auf ein Feld des Aktionsrondells, dessen Aktion man durchführen kann. Man kann auch zurück zum Start ziehen, allerdings ist man dann für den Rest der Runde nicht mehr am Zug. Stellt man sich auf ein Rohstofffeld, muss man mindestens ein Rohstoffplättchen kaufen und auf die Schatten- oder Sonnenseite des eigenen Klostergartens legen. Auf der Schattenseite kostet dies entsprechend dem Wert des Plättchens Dukaten. Auf der Sonnenseite kostet es doppelt so viel. Scheunenplätze dürfen nicht überbaut werden. In gleicher Weise werden Mönche gekauft. Ihr Preis hängt aber von dem Feld ab, von dem sie kommen. Das Anlegen auf der Sonnenseite kostet auch hier doppelt so viel. Auf den Wertungsfeldern kann man kostenfrei eine eigene Wertung auslösen. Die zur Auswahl stehenden Wertungen stehen auf der rechten Seite des Tableaus. Der lila Marker wird auf die entsprechende Wertung gelegt. Jede Wertung kann jeder nur einmal im Spiel auslösen. Wertet man zum Beispiel Holz, so werden alle Holzplättchen im eigenen Garten aktiviert und bringen auf der Sonnenseite Holz entsprechend ihrer Zahl und auf der Schattenseite entsprechend Dukaten ein. Beim Werten von Mönchen aktivieren diese die angrenzenden Plättchen. Hat man ein Wertungspärchen gewertet, darf man außerdem eines seiner Privilegien einsetzen und den entsprechenden Bonus nehmen. Auf den Fassfeldern kann man Ziele einlösen, die man erreicht hat. Zum Beispiel, dass man alle Sonnenseitenfelder bebaut hat oder dass man 6 Plättchen mit einer 1 gebaut hat und so weiter. Man erhält als Erste das große, als Zweiter das kleine Fass. Die Fässer bringen am Spielende 4 bzw. 2 Punkte. Wird ein Scheunenplatz komplett mit Plättchen umschlossen, so erhält man eine Scheune, abhängig vom Wert der angrenzenden Plättchen und erhält in der Regel Braumeisterschritte. Ist der Wert besonders hoch, erhält man weniger Schritte, dafür werden bis zu 4 angrenzende Plättchen gewertet. Sobald alle Spieler wieder am Start sind, beginnt die nächste Runde. Die Aktionsfelder werden mit 9 Rohstoffen und Mönchen befüllt, wobei die der Vorrunde liegen bleiben. Die Wertungsfelder werden nur aufgefüllt. Am Spielende gibt es Punkte fürs Brauen. Um ein Bier zu brauen, müssen alle Rohstoffe mindestens auf der 1 stehen, für 2 Biere mindestens auf der 2 und so weiter. Wie viel Punkte ein Bier wert ist, hängt vom Fortschritt des Braumeisters ab und liegt zwischen 2 und 6. Außerdem hängt hiervon noch der Tauschwert der Rohstoffe ab, den man abschließend noch nutzen kann. Ja, bei Heaven and Ale bin ich richtig zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich diesen Mechanismus und dieses Ganze, was dahinter steckt, ziemlich genial. Dass man diese Tagseite hat, diese Nachtseite, dass man gucken muss, dass man Geld kriegt. Auf der anderen Seite hier Schritte, dass es am Ende diese eine Wertung gibt, auf die alles hinausläuft. Und man dann gucken muss, dass man möglichst weit sowohl mit dem Braumeister als auch mit den Markern hier gekommen ist. Das gefällt mir richtig gut, auch dass man immer guckt, zahle ich jetzt lieber einfach, damit ich später wieder Geld daraus generieren kann oder das Doppelte, was richtig teuer ist, um das hier auf die helle, auf die Sonnenseite, auf die Tagseite zu legen und dann später eben viele Schritte dafür zu kassieren. Was auch richtig ein starker Punkt ist in dem Spiel, sind die Mönche, weil die Mönche geben einem die Möglichkeit, die Plättchen, die drumherum liegen, nochmal zu werten. Also die werden dann nicht nur gewertet bei der eigentlichen Wertung von dem Rohstoff, der sie darstellt, sondern eben nochmal als Mönch. Und das macht viel aus. Also wir haben gemerkt, ohne Mönche kommt man auch nicht so richtig vom Fleck. So, auf der anderen Seite
haben wir diese, die heißen auch Wertungen, aber das sind nicht die Punktewertungen, sondern eben diese Wertung hier auf der Seite. Und da ist es wirklich so, es gibt ja nur wenige. Und wenn einer dieses Feld belegt hatte und die Wertung ausgelöst hat, dann ist es danach weg. Und es führt dazu, dass man sich das ganze Spiel über gehetzt fühlt, weil es sind immer Leute vor einem, egal zu wie vielen Spielern man das spielt. Ich finde sogar zu zweit ist es noch am stärksten, dass man immer das Gefühl hat, der andere ist vor mir, der andere klaut mir alles weg und entweder ich muss jetzt einen riesen Satz machen, dann kriege ich nicht mehr die ganzen Plättchen dazwischen oder ich kriege die Plättchen, aber ich kriege nicht die Wertung. Und das macht es so, dass man sich die ganze Zeit so gehetzt fühlt bei dem Spiel und das finde ich so schade. Und gerade in der letzten Runde, es sind unterschiedlich viele Runden, also zu zweit spielt man eh nur 3 Runden, also da kommt die letzte Runde, ist sehr relevant noch. Bei 4 Spielern spielt man 6 Runden, da ist es nicht ganz so stark. In der letzten Runde ist es dann tatsächlich, gerade bei 2 Spielern so, dass man wirklich nur noch von Wertung zu Wertung rast, weil man die unbedingt braucht, um überhaupt nochmal voranzukommen. Und dann geht für mich so ein bisschen Spielspaß verloren. Und man, die ganze Zeit hat man bei dem Spiel das Gefühl, das wollte ich auch gerade machen. Na toll. Ja, und das geht permanent so. Und das finde ich so schade, weil ich mag diesen Mechanismus und ich mag dieses Planerische. Und ihr kennt mich ja mittlerweile ein bisschen. Das ist eigentlich genau mein Ding. Und ich mag auch, dass man hier schon so Zwischenwertungen, diese Fässer da auslesen kann, sich ein bisschen darauf konzentrieren kann, dass man da möglichst viele kriegt. Und das mag ich alles. Aber dass diese Wertung gerade in der letzten Runde einem weggenommen werden können, das hetzt mich. Und dann macht es mir weniger Spaß. Und dann ist es immer irgendwie so ein deprimierendes Gefühl. Von diesem permanent, mir hat wieder jemand was weggenommen. Und dieses permanente, muss ich jetzt diesen Riesensatz machen oder riskiere ich, dass da keiner drauf geht und dass ich nächste Runde nochmal drauf gehen kann, weil dann kann ich noch ein anderes Plättchen kaufen, was mir dann viel mehr für diese Wertung hilft. Ja, und das macht tatsächlich für mich so viel aus, dass ich es nicht so gerne spiele. Einfach weil sich das anstrengend anfühlt. Das finde ich sehr schade. Und dann ist es eben tatsächlich auch so, zu dritt finde ich es am besten. Zu dritt spielt man 4 Runden und da geht es relativ gut. Und in der letzten Runde werden auf 3 Felder jeweils 2 Wertungssteine gelegt. Da geht es noch. Da macht es mir am meisten Spaß. Zu viert, da zieht es sich, weil wir spielen 6 Runden. Und bis 4 Leute 6-mal hier rumgegangen sind, das mit Überlegen und mit diesem ständigen, mir hat jemand was weggenommen, was da natürlich noch viel mehr vorkommt, ist auch die Downtime relativ groß. Und also dann ist es schon wirklich ein abendfüllendes Spiel. Zu zweit mit diesen nur 3 Runden geht es schon flotter, aber da hat man halt irgendwie permanent das Gefühl, man ist hinter dem anderen. Und zu zweit war es bei uns auch am krassesten, dass es tatsächlich häufig vorkam, dass einer 0 Punkte hatte hier mit dieser Wertung und der andere richtig gut. Und das war sehr auffällig. Und das ist natürlich, dann macht es auch weniger Spaß, weil wenn man schon von vornherein merkt, irgendwie läuft es nicht, dann läuft es auch hinten raus nicht, man holt es nicht mehr auf. Das ist bei 3 und 4 Spielern weniger so. Also ihr merkt schon, der Mechanismus ist toll, aber dieses Werten und einem die Sachen wegnehmen vorher, auch das macht keiner mit Absicht, weil jeder ist ja auf das bedacht, was er haben will. Aber das macht das Ganze ein bisschen anstrengend vom Spiel her. Ja, aber wen sowas nicht stört, oder es gibt ja auch die Leute, die das gerne mögen, dieses Art Wettrennen, für die ist das genau das Richtige und denen macht es, glaube ich, auch richtig viel Spaß. Nur halt für mich persönlich war das dann, hat es eben zu diesem anstrengenden Gefühl geführt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es hier eine Zielgruppe gibt, denen das richtig viel Spaß macht. Und vom Mechanismus her finde ich es ja an sich richtig toll. Dann hoffen wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt, spiel doch mal.